Autsch. Trinken ist mir jetzt etwas zu riskant. Deswegen versuche ich ihn so gut wie möglich auszuschalten. Ja. Ja. So. Einfach mal aus seiner Reichweite verschwinden. Und um ihn rumtänzeln. So, ein Schlag braucht er noch. So, der ist tot. Weil er hat sogar ein Schwarzritterschild dabei gehabt. Das finde ich nett von ihm. Obwohl mir ein anderes Schild eher zusagen würde als das Schwarzritterschild von ihm. Das Schwarzritterschild ist von den mittleren Schilden. Also so wie ich es gerade auch trage. Es gibt nämlich auch noch Großschilde und kleinere Schilde. Also zum Beispiel so Leas Rundschild ist ein kleines Schild. Das riesige Schild, was der Benarike-Ritter damals in der Kirche hatte. Und ja, ich habe in der letzten Aufnahmesession öfter mal die Balder-Ritter als Benarike-Ritter bezeichnet. Ist ein Großschild. So, hier liegt das Graswappenschild. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schild für die Leute, die gerne zweihändig kämpfen. Weil es blockt nicht die gesamte... Also ich kann es euch mal kurz zeigen. Das Graswappenschild. Wie man sehen kann, hat es physisch nur 95%. Also es blockt nicht die gesamte, den gesamten physischen Schaden. Aber es erhöht die Ausdauerregeneration. Alter mittelgroßer Schild aus Metall unbekannter Herkunft. Das Wappen ist leicht von Magie durchdrängt und beschleunigt damit ein wenig die Ausdauerregeneration. Genau. So, hier ist ein Leuchtfeuer, an dem wir uns kurz ausruhen werden. Wir werden es nicht entfachen, nur rasten. Entfacht brauchen wir es später vielleicht mal. So. Jetzt wechsle ich aber auf das Claymore. Gut. Und mache mich wieder auf dem Weg nach oben ein Stück. Denn wie gesagt, wir müssen uns noch auf den Weg in die Schandstadt gut vorbereiten. Und dazu brauchen wir etwas sehr Wichtiges. Womit, ohne dass ich bestimmt mich nicht auf dem Weg in die Tiefen mache. Also hinunter in die Schandstadt. Die da drüben irgendwo sein müsste. Sondern ich renne hier nach oben. Ignoriere alles, was hier drüben ist. Denn da hinten kann man sich schon bewegen sehen. Da hinten ist Nessie. Beziehungsweise eine Hydra. Mit der ich mich aber nicht anlegen will. Genauso wenig wie mit diesen Golems. Ich habe nämlich was viel, viel riskanteres vor. Ich will diese Tür hier öffnen. Und dem Typen mit den größten Potenzproblemen begegnen. Wow. Okay, da hat gerade irgendwie meine Steuerung gehangen. Das hier ist nämlich Havel der Felsen. Und den möchte ich gerne ausschalten. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauern könnte. Aber das hier ist der sicherste Weg, weil er hat ein bisschen Angst vor der Außenwelt. Er bleibt also immer in diesem Turmgemäuer hier drin. Komm, Havel. Er schlägt einmal zu und dann verkriecht er sich in seinen Turm zurück. Und das können wir sehr gut ausnutzen, weil seine Riesenkeule, die nicht nur sehr fragwürdig aussieht, sondern es auch ist... könnte uns instant killen und das mit erhobenem Schild. So, komm raus, Havel. Manchmal spackt er ein bisschen rum, wenn man das so macht. Oder schlägt einfach durch die Wand durch. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen.
dass wir ihn auch mal so treffen können. Und gerade deswegen benutze ich das Claymore, weil wir mit dem mehr Reichweite haben. Auch wenn wir mit dem weniger Schaden machen. Au. Und man merkt schon, wenn man gegen sein Schild schlägt, dann bringt das gar nichts. So, komm her, Havel. Genau. Das Spiel kann etwas langwierig sein, aber wir machen das jetzt mal hier. Wow. Au, gegen sein Schild wieder. Ja, wie man sehen kann, wir haben ihm vielleicht mal gerade ein Viertel abgezogen. Und er hat wieder Angst. Und jetzt schlägt er wieder durch die Wand durch. So, schlag richtig zu. Genau, das würde ich treffen können. Das müssen wir jetzt ein paar Mal wiederholen. Bis er tot ist, weil wir brauchen etwas Wichtiges von Havel. Ja, wenn er nur mit seiner Keule blockt. Das war zu weit reingegangen. Dann kriegen wir wenigstens die Hälfte des Schadens durch. So, komm raus. Ja, Havel, der Felsen. Ich will nicht ohne Schild gegen ihn kämpfen, weil wenn er uns einmal trifft, ist Sense. Au. Normalerweise dürfte uns schon so ein Schlag umbringen. Ja, zweimal getroffen. Okay, wir können es uns ein bisschen erlauben, zweimal zuzustechen. Dann dürfte er auch ein bisschen schneller gehen. So, Ausdauer regenerieren lassen. Und nächsten Schlag abwarten. Ups. Okay, die Hälfte haben wir schon aus ihm rausgeprügelt. Ungefähr die Hälfte. So, er kommt. Na, zweimal kurz hintereinander drücken ist nicht ganz so gut. Komm, schlag. So, zwei Treffer, genau. Er schlägt nämlich wirklich nur einmal zu und verkrümelt sich dann wieder in seinen Turm. Das ist die Strategie, die wir bei ihm ausnutzen können. So, zweimal getroffen. So müssen wir uns keine Sorgen machen, dass er uns einfach umhaut. Aber wir müssen aufpassen, wenn er nur noch ein Viertel Leben hat, dann ist er sozusagen im Enrage-Mode. Dann ist er nämlich etwas schneller. Also habe ich jedenfalls immer das Gefühl, dass er dann etwas schneller ist. Und vor allem, wenn er einhändig zuschlägt, dann ist er noch heftiger, als wenn er zweihändig zuschlägt, komischerweise. Also wenn er sein Schild oben hat. Komm her, Havel, Puss, Puss. Und gerade eben haben wir sogar 51 Schaden mal gemacht. Etwas mehr als sonst. Komm her, Havel. Nein, das war nichts. Und ja, Havel ist ein alter Freund von Gwyn, also dem Lord des Sonnenlichts. Aber er wurde leider zum Untoten und deswegen hier unten eingesperrt. So ist die allgemeine Theorie. Aber einige glauben, dass das hier nicht Havel ist, sondern nur einer seiner Krieger. Weil Havels Krieger alle so gepanzert waren wie er selber. So. Das ist jetzt die nächste Diskussion über die nächste Sache, über die ihr von mir aus diskutieren könnt. Was meint ihr? Ist das Havel oder ist das nur einer von Havels Kriegern? Weil es unwahrscheinlich wäre, dass Havel einfach in so einem Turm hier endet. Havel ist übrigens der Bischof des Weißen Weges, also zu dem auch Petrus gehört. Und er mag weder Magie noch Drachen.
Deswegen kämpft er auch mit einem Drachenzahn in einer steinernen Rüstung, die absolut magieresistent ist. Na komm her, Havel. Nur ein bisschen Fact dafür, dass ich hier jetzt gerade mit Havel so viel rumspiele. Komm. Und er ist tot. Gut, 3000 Seelen und Havels Ring. Das ist der Gegenstand, den ich unbedingt haben wollte. Havels Ring nämlich erhöht unsere Belastbarkeit um 50%. Das heißt, wir sind jetzt endlich schnell genug. Genau. Wir sind nicht mehr so eine lahme Gurke mit unserer dicken Ritterrüstung. Und Havel hat einen besonderen Weg bewacht, den ich vor zig Folgen schon mal gesagt habe, da gehe ich nicht entlang. Denn wir sind jetzt wieder, wenn ich hier hochgehe und die Türe hier oben öffne, man hat schon gesehen, den Textzug, wir sind wieder in der Stadt der Untoten, nämlich genau vor der Taurenbrücke. So, weg mit dir erst einmal. Und ja, ich werde jetzt fürs erste Mal beim Claymore bleiben. So. Wir sind genau wieder hier, wo wir gegen den ersten schwarzen Ritter gekämpft haben. So. Ein paar Hüllen aus dem Weg räumen. Genau, darunter geht es zum schwarzen Ritter nämlich. Ups. Und wir wollen erst einmal einen anderen Weg gehen. Ich habe nämlich keine Lust, mich da durch die Untoten durchzuschlagen, weil wir sowieso woanders lang müssen. Wir müssen nämlich jetzt erst einmal, jetzt da wir den Ring haben, das war der erste wichtige Ausrüstungsgegenstand für mich, für unsere Vorbereitungen in die Schandstadt, wo die zweite Glocke ist. Das zweite ja. Ihr seid komische Armbrustschützen. Kommt da einfach auch mit dem Schwert auf mich zugerannt. So. Hier runterrutschen. Also ausgerüstet sind wir schon mal für den nächsten Schritt auf unserem Wege. Und ich habe jetzt gerade eben zwei neue Gebiete angekratzt, nämlich den Finsterwurzgarten und das Finsterwurzbecken. Diese Gebiete kommen aber erst später, sind aber erst später für uns richtig relevant. So, ja genau hier. Ach nee, den hatten wir schon. Hier waren wir ja schon längst. Wichtig ist mir eher, dass wir hier runterkommen. Solaire müsste wieder hier stehen, genau. Hallo, Solaire. Oh, hallo there. This is your phone. Der hat uns nichts Neues zu sagen. Wir sind nämlich wieder hier an der Drachenbrücke. Auch wenn der Drache gerade fehlt. Ich will aber jetzt nicht auf die Brücke, sondern ich will zu dieser Tür hier. Das hier ist die Tür nach unten. In die untere Undead Burg, also in die untere Stadt der Untoten. So. Das erste, was wir hier machen, also man sieht schon, hier ist alles ziemlich abgefuckt, heruntergekommen, und hier brennt es. Das hat man nämlich von da oben aus schon gesehen, dass es hier brennt und so. Von hier aus wollen wir erst einmal die Jungs hier töten. So. Und die Jungs hier töten. Der hat sogar was dabei. Wahrscheinlich wieder eine Hüllenrüstung oder ein Schild. Ich glaube nicht, dass er... Okay, man muss nur meckern, dann haben sie kleine Scherben dabei. So. Dich töten. Denn das hier ist jetzt die Abkürzung. Dieses Gitter habe ich euch ja vor einer Weile schon mal gezeigt.
Das hier ist einfach nur die Abkürzung hier rüber zu unserem ersten Leuchtfeuer, was wir nach dem Feuerbandschrein gefunden haben. So.